Hallo, wir befinden uns hier im Hilton Hotel und Konferenzcenter in Warschau. Ich habe mich hier für 2 Nächte eingebucht und bekam ein Zimmer im Executive Floor im 19. Stock als Abgeleitet. Wir schauen uns das Zimmer jetzt mal in Ruhe an. Vielleicht zur Rechten das Badezimmer. Da ist eine Badewanne, eine ausreichend große Badewanne drin zu finden. Natürlich auch ein Waschbecken, wie sich das gehört, logischerweise. Die üblichen in solchen Hotels vorzufindenden Badeutensilien. Rechts ist die Toilette zu sehen. Ja, und auf der linken Seite ist noch eine separate Dusche. Kann man sich also bequem entscheiden, duschen oder Badewanne. Gegenüber ist noch ein Spiegel. Dann kommen wir in das Zimmer. Zu unserer Rechten gleich zu sehen. Wasserkocher, damit man sich hier was zu trinken zubereiten kann, für Kaffee und Tee. Links eine Ablagefläche. Und dann das schöne große Bett, in dem ich hoffentlich gut schlafen kann. Links und rechts vom Bett sind entsprechend Nachttischlampen zu finden. Rechts sieht man auch noch einen Radiowecker. Ausreichend großer Kleiderschrank. Darunter noch eine Minibar, die ist auch gut gefüllt. Klar, Fernseher auch vorhanden, riesengroß, wird bei mir wohl nicht laufen. Noch ein Tisch mit 2 Flaschen Mineralwasser kostenlos. Am Fenster haben wir noch einen gläsernen Schreibtisch. Da steht auch schon eine Packung Pflaumen in Schokolade drauf, die ich bei der Begrüßung gleich bekommen habe. Und ein gutes Sofa ist auch noch da. Ich gehe jetzt mal nicht direkt ans Fenster, weil wir haben Gegenlicht. Da sieht man dann wahrscheinlich durch die Spiegelung sowieso nicht viel. Ja. Ansonsten, ja, ich habe aufgrund des Hilton Diamond Status ein Upgrade bekommen. Vom normalen Zimmer auf den Executive Floor. Ich habe dadurch auch noch Zugang zur Lounge. Frühstück ist kostenlos dabei. Wi-Fi ist kostenlos. Also, ja, klingt ganz gut. Ein Kritikpunkt habe ich allerdings hier im Zimmer schon gefunden. Vielleicht hat es jemand beim Durchgucken auch schon bemerkt. Es gibt hier nicht wirklich viele Steckdosen. Um es vorsichtig auszudrücken, weder am Schreibtisch habe ich da eine passende gefunden und am Bett auch nicht. Die einzige nutzbare oder 2 nutzbare, die eine ist da, wo der Wasserkocher steht und die andere ist da unten neben der Ablagefläche. Wird dann also bedeuten, ich werde meine Geräte morgen, heute Abend oder so, alle brav auf der Ablagefläche deponieren dürfen. Zum Glück habe ich für sowas immer eine Verlängerungsschnur dabei mit Mehrfachstecker. Ja, damit ist man hier noch nicht so ganz so weit. Aber ich habe sogar ein LAN-Kabel stattdessen. Ich sehe aber, hier unten ist auch noch eine Steckdose versteckt. Drinnen am Schreibtisch, also ja. Aber wie gesagt, am Bett sind keine. Frei. Ansonsten, eigentlich nettes Zimmer. Bin auf das Frühstück und die anderen Sachen noch gespannt. Es gibt hier auch Sauna, es gibt hier Pool. Man kann sogar Geld im Casino verspielen, wenn man das möchte. Ja. Alles in allem ganz nett.